Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Tokyo Twilight Ghost Hunters Blind mit mir, eurem Yoshi. Wir haben beim letzten Mal, wenn ich mich recht entsinne, es ist ein paar Tage her, zusammen mit dieser militärischen Sondereinheit gekämpft gegen einen gemeinsamen Feind und es wurde am Ende sowas angedeutet, dass da vielleicht jetzt noch mehr auf uns zukommt. Würde langsam Zeit, weil soweit ich weiß, geht dieses Spiel nur bis Kapitel 13. Und da das hier gleich schon Kapitel 11 sein wird, tja, werden wir dann sehen, was heute auf uns zukommt. Aber erstmal, mit alter guter Tradition beginnen wir. Wir reden mit Cicloa, denn Cicloa hat viel Wichtiges zu sagen, wie zum Beispiel Ja. Da habe ich auch schon mal nachgedacht und die einzige Antwort, auf die ich kommen konnte, war sieht Cicloa nicht so, deshalb sagt Cicloa auch darauf. Komische Katze. Wie dem auch sei. Begeben wir uns mal ins nächste Kapitel und schauen wir mal, bevor es hier weitergeht, worum es in dem Kapitel eigentlich geht. Ja, Shiga. Ja, nächstes Mal hauen wir richtig rein. Das sage ich dir jetzt schon, Junge. Falls dir hier ein bisschen was anders klingen sollte, ich habe ein neues Soundsystem hier gerade stehen. Ist für mich auch so ein kleiner Test, ob das gut für die Aufnahme funktioniert. Wir werden sehen. Mai 2013. Mordserie? Aber wenigstens sind wir schon beim Urteil und müssen es nicht aufklären. Hab schon gedacht, ich müsste wieder meine Phoenix Wright-Kenntnisse ausgraben. Entschuldigung, Herr Richter, ob man Hostessen jetzt unschuldig nennen sollte, ist so eine Frage. Aber ich weiß, was Sie damit sagen wollen. Ja, deshalb, okay, weiter geht's. Macht der auf Jack the Ripper? Okay. Und es tut ihm nicht mal leid. Ich würde mal auf schuldig tippen. Okay. Entschuldigung, mir läuft es gerade kalt den Rücken runter. Uah. Sehr passendes Bild. Okay. Ich ahne, wen ich exorzieren darf und das gefällt mir gar nicht. Der ist sich sehr sicher, dass er wiederkommt. Zeit fürs Intro? Oder kommt jetzt noch was? Ah, ich dachte schon. Und damit sind wir im 11. Kapitel von Tokyo Twilight Ghost Hunters mit dem Namen Rock of Ages. Okay. Ein Jahr später. Sitzt Niklas Börven in einem Klassenzimmer. Entschuldigung, kleiner Vorschmalz. Bis später, Schüler A, ja, wir sehen uns morgen, Schülerin A. Ich bin beliebt wie eh und je. Sekunde, Familiar, das muss Nervensäge A sein. Hi, Mifune.
Mir geht's gut, du. Du bist die Einzige, die hier Probleme hat. Wisst ihr eigentlich, das ist gerade hier mit dem ganzen neuen Setting, das ich hier stehen habe, richtig cool. Ich habe sie noch nie in so groß gesehen. Ich habe mal wieder einen Bildschirm geerbt, quasi. Es ist super. Was war die Frage? Ich habe dir nicht zugehört. Yeah. Nifone. Ich weiß, wir sind beide gerade Charaktere in einem Spiel, aber wenn du mich im echten Leben schon mal nach einer Nacht gesehen hättest, an der ich nicht geschlafen habe, dann wüsstest du, dass meine Haut dann auch nicht mehr gut aussieht. Ich sehe furchtbar aus, wenn ich durchgemacht habe. Also es ist nicht ein reines Frauenproblem. Männer haben auch Probleme mit ihrem Aussehen, ja? Du siehst genauso aus wie am Tag, als ich dich kennengelernt habe, Mädchen. Tut mir leid, das bildest du dir ein. Warum sollten Geister schlafen? Sie sind Geister. Eine ruhige Stimme. Ah, in dem Zusammenhang würde ich jetzt auf Shiga tippen. Yep. Okay, Geister sind also... Geister haben es nicht so mit der Zeit. Verstehe. Dann ist es schwer vorauszusehen, wann ein Geist auftaucht und unser Serienkiller wird wahrscheinlich jeden Moment auftauchen. Klar, erzähl mir eine Geschichte. Na, keine Geschichte vom Weißen Haus. Ich habe jetzt an eine schönere Geschichte gedacht. So, ich dachte, wir fangen an so mit, es war einmal vor langer Zeit in einem Königreich weit, weit weg, da lebte ein Mann und so weiter und so fort. Solange Lincoln keinen Scheiß anstellt, kann er gerne im Weißen Haus bleiben. Okay, was kann noch passieren, damit dein Geist verschwindet? Nur so eine Theorie. Kann es sein, dass das ist, was ich mache, wenn ich meinen goldenen Modus da übergehe? Okay, ja, das haben wir ja schon mal gesehen mit dem Foto. Aha. Oh, ja. Wenn der Lehrer dich sucht, dann musst du leider gehen, Nervensäge. Tut mir so leid, da bin ich froh, dich los zu sein. Ciao, ciao. Yay, die Chefin ist wieder da. Ja, Shiga. Oh, wir sind so weit, dass du mich bei meinem Spitznamen nennst. Ja, dann kann ich dich auch nicht weiter Shiga nennen, wenn du jetzt auch mit Spitznamen anfängst. Aber Shichan ist schon vergeben. Du bist einfach weiter Shiga. Ja, komm, lass uns die Chefin abholen. Yay, wir fahren mit dem Zug und gucken, was die Chefin macht. Love! Hi, Chefin. Eben, also man könnte ihr durchaus schon mal die Heimfahrt dann ermöglichen, wenn man sie hier schon festgehalten hat. Chefin, wir eilen doch schon zur Rettung. Chefin, bitte nicht, dann werden sie gleich wieder eingesperrt. Ach,
Shiga, endlich sind wir mal wieder einer Meinung. Ich liebe diesen Mann, der ist super. Wir sind nur gerade zufällig vorbeigekommen. Natürlich holen wir dich ab. Tja, das kann ich halt. Chefin, es ist schön, dass Sie wieder bei uns sind. Sie freundliche Frau, Sie. Lassen Sie sich umarmen. Chefin, bitte nicht in aller Öffentlichkeit. Außer Nervensäge A. Und wie kommen wir jetzt nach Hause? Oh, guck mal, eine Rückansicht. Das war ja jetzt ein sehr bedeutungsschwangerer Blick. Ich weiß nur nicht, was er bedeutet. Okay. Was ist hier los? Na ja, klar, dass er wieder auftauchen muss. Mein komisch grinsender Freund, der Schattenmann. Weißt du, so siehst du wesentlich weniger gruselig aus als vorhin. Guck mal, der ist tagsüber aktiv. Der ist ja richtig hart drauf. Na, du kannst nur so lange alles töten, was du willst, bis ich da hinkomme und dich fertig mache. Und wir sind mal wieder am Fressen, ist ja klar. Dann müsst ihr teilen. Ah, das übliche Chaos bei den Gatekeepers, wie wir es lieben. Komm, wir lassen Shiga fahren, der darf zwar nicht, aber trotzdem. Shiga hat gerade anderes zu tun. Wir sind echt die beste Geisterjägertruppe der Welt. Ein Serienkillergeist läuft frei rum und wir grillen. Was? Wenn du auf meinem rumgekauten Fleisch verschissen willst, Sekunde. So, da hast du es. Ich glaube, diese Truppe hat ein leichtes Kommunikationsproblem. Konnichiwa. Okay, wir fahren heute nicht mehr nach Hause. 久しぶりですね。Keiner hört dir zu. Konnichiwa. Oh, du. Richtig, du. Der Kreis schließt sich. Siehe Folge 2 und 2 Teil 2, glaube ich, war das. Ist wahr. Ich bin mit Mifo näher in der Meinung. Gruselig. Du
Du hast ein Geisterproblem auf der Arbeit. Okay. Okay. Dann hast du also das Problem mit dem Serienmord. Ja, wir hatten ein kleines Problem mit ermittelnden Einheiten, aber das hat sich gelegt. Wir sind jetzt voll Freunde und so. So ganz dicke. Passt kein Blatt Papier zwischen. Also kein 3 Meter Blatt dickes Papier. Aber ja, du weißt, was ich meine. Oh Gott, er gehört zur Abteilung 0. Da stecken sie all die Nieten hin, die nichts können. Ermittelt jetzt jeder in dieser Stadt, was Geister angeht? Wir können den Laden ja bald dicht machen. Eben, ich dachte, wir wären was Besonderes. Ah ja, ihr sammelt Informationen und gebt die dann an die anderen weiter. Aha. Also ihr guckt nur, was der Geist macht, damit dann andere sich drum kümmern können. Ja, wenn du meinst. Aber du hättest doch genauso gut deinen Leuten, die das wohl können, weiter oben sagen können. Hey, ich habe ein privates Problem, könnt ihr mir da helfen? Du musst doch nicht gleich zu uns rennen. Ja. Und wieder mal werden wir rekrutiert, weil ihr nix könnt. Dann erzähl uns doch mal Schönes, Gruseliges über einen Serienkiller. Na, Womanizer? Ach, springst du nicht drauf an? Am nächsten Tag. Auf dem Dach. Okay, wir kriegen eine Zusammenfassung. Okay. Klingt geisterig. Oder ein sehr cleverer Killer. Aber da ich weiß, dass es um Geister geht, ja, ein Geist. Also spielt dieses Spiel 2014. Okay. Naja. Werden wir ja sehen. Ich glaube, wir haben gerade rausgefunden, dass ein Geist wurde. Ich meine, es gibt ja auch keine Akten so im Gericht, wo dann steht, Todesurteil vollstreckt, Anmerkung wurde Geist. Würde mich wundern. Weil, hat Shiga doch gesagt, passiert. Warum sollte er nicht ausgerechnet jetzt erscheinen? Du hast doch selber gesagt, es ist denen ganz egal, wann sie erscheinen. Oh, bitte sag mir, dass er beschworen wurde, damit wir endlich richtige Feinde haben, die wir richtig bekämpfen können. Oder Gegenstände, eigentlich brauchen sie nur irgendwas. Naja. Ich sag mal so, ein Mörder hat zu allen dreien eine sehr starke Bindung, aber wahrscheinlich am ehesten zu da, wo er mordet.
Okay. Glaube ich nicht, nein. Du sagst doch, der Geist muss eine starke Bindung zu dem Ort haben. Dann glaube ich, hat ein Serienkiller mehr Bindung zu dem Ort, an dem er gemordet hat, als zum Gefängnis. Ich weiß, das wird jetzt komisch klingen, aber wenn ich ein Serienkiller wäre, dann würde ich doch nicht sagen, oh, guck mal, das Gefängnis, in dem ich gestorben bin, da hat es mir gefallen, da habe ich eine starke Bindung zu. Da würde ich sagen, ey, guck mal, die Orte, an denen ich meine Verbrechen begangen habe, das war ein Werk von mir, das war ein Werk von mir. So ein typischer Psychokiller wäre ich. Gut, dass ich kein Psychokiller bin. Oder etwa doch? Zurück zum Thema. Shiga, stimme mir nicht auch noch zu. Das war unlogisch. Ja, ja, mach dir mal. Ich gehe inzwischen die Tatorte nachgucken. Ja, ja, ich streue Salz. Ist in Ordnung. Du seufzt nicht, wenn ich gehe. Oh. Wir sind schon so weit, dass wir briefen? Das hat ja diesmal nicht lange gedauert. So, speichern wir das doch erstmal. So, Leute, das ist heute mal meine Strategie. Ich probiere mal was ganz Interessantes aus. Ich meine, wenn ich die Geister einfach nicht aus den Zimmern kommen lasse und gezielt immer wieder die Eingänge angreife, was sollen sie tun, ne? Außerdem habe ich dann in 3 von den 4 Eingängen noch ein bisschen Schaden reingelegt. Also gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay, damit 2 aussuchen, dann wird natürlich mein Standard-Team mit Hiki und Cookie. Mein Kekschen muss natürlich mitkommen. Und Gatekeepers, los geht's! Yeah. Unser stylischer Wagen ist unterwegs. Und so wie das mit den Speedlines aussieht, auch viel zu schnell. Hallo. Laut und deutlich. Es ist so dunkel. Sie hat Angst. Ich klinge jetzt nicht glücklich darüber. Nein, sie hat Angst. Okay. Shiga, du rauschst ein bisschen. Könntest du vielleicht die Frequenz ein bisschen ändern? Danke. Ah, guck mal, Ektoplasma. Ja, Ektoplasma ist das. Ich könnte jetzt total irre sein. Ich werde das Ektoplasma jetzt wütend schmecken. Ich immer und meine große Klappe. Okay. Ich hätte das vielleicht nicht ablecken sollen. Hä? Was war das denn jetzt? Also das habe ich jetzt nicht so ganz kapiert, was da los war. Ah! Die Temperatur sinkt! Tippfehler.
Ich glaube, ich habe auch gerade Schwefel geschmeckt. Probier das besser nicht, das tut nicht gut. Dann wollen wir mal ran in den Speck. Ja, das sieht nach dem Geist aus. Mein Blut, musst du dir nicht angucken, ist rot. So wie anderes Blut auch. Und damit beginnt zumindest der erste Versuch dieses Kampfes. Ich bin mal gespannt, ob meine Strategie aufgeht. Okay, mein Ziel ist unten. Vielleicht merkt ihr, dass meine Charaktere alle reichlich aufgelevelt sind. Also ich habe schon ein bisschen dran gearbeitet, dass das hier was wird. Also nicht aufgelevelt, ich habe ihnen allen Ausrüstung gegeben. So ist es. Sie haben alle voll ausgerüstete Ausrüstung. So, und jetzt gucken wir mal, was in der ersten Runde passiert. Noch nicht viel. Ja, wir brauchen den Igel eigentlich. Wir sehen genau, wo unsere Feinde sind. So. Was er das noch nicht bemerkt. Hoffen wir mal, dass es bald tut. Alles schön im Angriffsmodus. Sobald ein Geist auf dir reintritt, soll es ihm schlecht ergehen. Ja, genau so wollte ich's. Oh, das tut schon ein bisschen weh. Oh Gott, der ist tough. Also, sobald irgendwer von euch seinen Geist fertig hat, muss er sofort zu Niklas kommen. Sayuris Geist ist doch nicht weg, ne? Der hat sich nur nach da hinten verzogen. So, bleiben wir einfach erstmal bei dem Muster, bis es schief geht. Ja, ich habe ihn wieder verklickt. Also, bis auf den Geist da oben links, verhalten sie sich alles wirklich nach Plan. Oh, Cookie, das war nicht gut. Der ist zu menschlich. Haben wir irgendwie etwas, das uns was gegen Menschen gut hilft? Okay, da es bei Kumi länger dauern könnte. Ah, das Problem mit dem Geist da unten ist, dass der ein ziemlich hohes Level hat und ein Haufen von Lebenspunkten. Du schlägst dich gerade ganz gut, also mach einfach mal weiter. Cookie, was könntest du noch tun? Ah, du könntest, hier, Hiki stärken. Hola,
Ja, Cookie hat leichte Probleme in diesem Kampf. Ich überlege, das mit dem Geld frei ist nicht so der Plan. Oh! Oh, verdammt, der hat ganz schön Wumms! Obwohl, was hast du nochmal für Fähigkeiten mit Cure? Und du kannst Cure nicht einsetzen. Auf die Entfernung. Ich glaube, ich habe da unten eindeutig das falsche Teil hingesetzt. Nee, doch nicht. So, du curest jetzt. Und du standst jetzt erstmal bei. Ja, Cookie hätte das Problem, dass ein Geist reingerannt ist, aber das haben wir gleich. Okay, jetzt wird's hart, weil die Geister jetzt sehr gut. So. Wir müssen jetzt den Geist mit allem, was wir haben, fertig machen. Und Mifune kann dabei ein bisschen heilen. Jetzt kommt wieder dazu, dass wir unsere Feinde haben. Cookie, machst du den Rest oder? Ja, sehr schön. Hey Viech, du kommst nicht weg. Okay. So in der Hoffnung, dass er dahin läuft. Aber zumindest dürften zwei von meinen Jungs treffen, glaube ich. Und meine beiden Jungs dürften treffen. Wenn wir das aufwählen können, die Fokus-Karte, dann haben wir gute Karten. Okay, er wird wahrscheinlich versuchen, vor uns abzuhauen. Hm,
Ja, jetzt haben wir das große Problem, dass da unten einfach nicht genug Platz für uns alle ist. Ich wünschte, es gibt so eine Beschleunigungstaste, um den Zug ein bisschen schneller ablaufen zu lassen. Ja, ja, ich tue mein Bestes. So. Du bist für diese Reihe verantwortlich. Du kannst nichts tun, weil du einfach nicht schnell genug von A nach B kommst. Kuki greift in die Richtung an. Und du kommst jetzt wieder nicht mehr mit rein. Also hier unten ist einfach zu wenig Platz für meine so bewegungsunfreudige Truppe. Perfekt, damit habe ich der zweite Treffer. Sicher? Wir haben schon über die Hälfte. Er wird ins Wasser gehen wollen und versuchen zu dienen. Dann habe ich nämlich ein Problem. Aber er hat uns bemerkt, was für uns perfekt ist. Sollen wir denn das hier machen können? Und jetzt haben wir erstmal alle hier unten drin. Okay, habe ich falsch eingeschätzt. Ich dachte, Kuki würde mitsprechen, aber stattdessen wäre sie das eher nie von näher wissen. Und das wird zu sie gewesen sein, weil sie ein bisschen schwach ist schon. Ja. Gut, dass ich meine Heilerin für Statusänderungen hier hab. Okay, er wird versuchen anzugreifen. Ich denke mal so. Dann probieren wir es einfach mal so. Das war nicht das, was ich erwartet habe. Dass er sich jetzt auf Kopie einschießt. Oh mein Gott, haut das Viech zu. Das wird wahrscheinlich auch dieses Mal nicht im ersten Versuch funktionieren. Das kann ich eigentlich jetzt schon versprechen, weil das Viech hält sehr, sehr viel aus. Jeder von euch beiden muss jetzt so angreifen, als wäre er das Angriffsziel. Das ist jetzt natürlich schlecht. Dann müssen wir das so machen, weil mir ein Hindernis im Weg steht. Und sie muss hoffen, dass sie nicht das Angriffsziel ist. Weil sie kann nicht angreifen. Und sie ist natürlich das Angriffsziel. Dieser Geist ist gemein.
habe ich auch strategisch nicht aufgepasst. Ich hätte die beiden zusammenholen müssen. Entschuldigung, da hätte ich den Controller auf den Tisch gelegt. Der hat das Mikro ja fast vor den Tisch vibriert. Okay, er ist weiter auf sie versessen. Das heißt, das muss mein Attackenschema sein für diese Runde. Ich begreife diesen Geist. Ich beginne, ihn zu begreifen. Der Geist ist immer noch sehr darauf vergessen, dass wir jetzt ein Ziel sind. Also das werde ich nicht schaffen dafür. Aber meine Strategie ist, glaube ich, schon gar nicht so schlecht. Es sei denn, die beiden machen jetzt gemeinsam so viel Schaden, dass es die 66 überschreitet. Oh, du kannst auf die Entfernung angreifen, das wusste ich nicht. Komm, bitte, irgendwas jetzt ein kritischer Treffer oder sowas, dann hätten wir's. Okay, aber für nächstes Mal wissen wir Bescheid, wie wir diesen Geist besiegen können. Und ihr seht mich dann, wenn es gleich geklappt hat. So, und da sind wir auch schon wieder mitten im Geschehen. Wenn jetzt nicht alles kolossal schief geht auf den letzten Metern, habe ich den Kampf soeben gewonnen. Das Problem war, ich musste ihn jetzt noch einmal machen, also nicht nur das zweite Mal, sondern auch ein drittes Mal. Der Geist da unten ist doch ein bisschen fieser, als ich dachte. Der kontert so ziemlich alles, wenn man nicht gleich das irgendwie unterbindet, aber ich weiß nicht, wie man das unterbinden könnte. Allerdings habe ich ihn in die Falle gelockt. Er hat einen Scream an. Das heißt, er wird einen angreifen wollen, was höchstwahrscheinlich Niklas ist. Und wenn ich die anderen jetzt so positioniere, dass sie die Position in Beschlag nehmen, wo Niki drauf stand, dürfte es das für den Serial Killer gewesen. Wieso greift der Mifune an? Die stand nicht in seinem Einflussbereich. Oh. Dieses Viech macht einmal halt einfach Dinge, die es tun will. Na gut, aber ich habe hier noch ein paar Züge Zeit. Und das funktioniert, wenn ich muss im Prinzip nur noch einmal treffen. So, jetzt muss Cookie aufpassen. Ja, du musst dich gar nicht heilen. Ja, ich... Shiga! So, Niki greift einfach auf diesen Teil in voller Länge an. Dich will ich gerne nochmal ändern. Du standst bei. Dann kann sie mit einer gut gezielten Attacke vielleicht auch noch was ausrichten. Na gut, wir werden nicht von ihr verlieren, aber dafür wird Niklas den finalen Schlag setzen. Und er hat das sogar überlebt. Gut. So, und damit ist auch Kapitel 11 beendet. Zumindest vom Kampf her. Gucken wir an, ja, ich verliere eigentlich ja dauernd Geld. Das ist ja nichts Neues. 30.000 ist zwar schon eine Hausnummer, aber... Wow, keiner ist dadurch ein Level aufgestiegen. Interessant. Ein Katana. Ich bin mal gespannt, ob das besser ist als meine Peitsche. Weil wenn's das ist, dann holla die Waldfee.
Nein, wir sind keine Idioten. Wir haben gerade mit strategischem Können bewiesen, dass wir besser sind als du. Also, um das nochmal klarzustellen, mein strategisches Können bestand dann darin, dass ich Niklas nicht hab blind angreifen lassen am Anfang, sondern dass er nochmal Hiki und Cookie mit seiner Stärkenfähigkeit gestärkt hat, sodass deren Angriff immer weiter nach oben ging und seiner dabei gleichzeitig natürlich auch, sodass die beiden dem Geist gut zusetzen konnten, bis er dann gerade den finalen Schlag gesetzt hat. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das hier auflösen. Naja, es ist unser Job, Geister zu jagen und du bist ein Geist. Born free, aber jetzt haben wir dich fertig gemacht. Komm, ich begegne dir mit Liebe! Ja? Ja? Okay. Schön. Mhm. Nein, du bist nicht frei. Irgendwer hat deine Seele hier hingerufen, damit du tust, was dir jemand will. Das ist keine Freiheit. Jemand hat dich benutzt, okay? Nein. Irgendwann wirst du verschwinden. Shiga, wir haben ein Problem, oder? Nein, du wirst nicht für immer leben. Das war's. Shiga, bitte sag uns, was hier los ist. Shiga, ja. Okay, Rückzug, alle Mann, und dann im nächsten Kapitel erklärst du uns bitte, was hier los ist, Shiga. Okay. Haben wir ein bisschen Hintergrundgeschichte gerade? Naja, wie dem auch sei, das war das meiner Ansicht nach äußerst kurze im Kapitel 11, also im Vergleich äußerst kurz. Wir haben einen Serienkillergeist geschnappt und unschädlich gemacht und dabei scheint Shiga sich an irgendwas erinnert zu haben. An die endlose Seele. Oder ewige Seele. Und dass er jemanden damals besiegt hat, also er und das Team. Würde mich jetzt echt mal interessieren, was da los ist. Er wird es uns wahrscheinlich noch sagen in diesem Spiel. Und dementsprechend bin ich jetzt wirklich gespannt auf diese, so wie gesagt, soweit ich weiß, beiden finalen Kapitel. Und wir sehen uns dann nächstes Mal, wenn es heißt Let's Play Tokyo Twilight Ghost Hunters Blind mit mir, eurem Yoshi. Und bis dahin wünscht euch viel Spaß bei was auch immer ihr noch so tut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!